Ja, wie einfach mal im Krankenhaus ein Okay, wieder runter. Nein! Geschwindigkeitsbegrenzungsschild steht. Boah, wie knapp. Alter. Na, ich denke mir gerade so, ja, wie knapp, ich bin nicht runtergefallen, ne? Will mich ausrichten, um die Leiter runterzuklettern. Zack, unten. Ich bin gerade voll schlecht, Mann. Das kann ich doch so nicht hochladen. Wie kann man sich ein Bloodbag selbst geben? Mausradmenü. Ach da, Self-Bloodbag. Ah, okay. Weißt du, wer Kai Pflaume ist? Ja. Wer ist das? Ein komischer Schauspieler, also ein Moderator. Der war mal Kandidat bei Herzblatt. Welchen haben wir aber heute überhaupt? Keine Ahnung. Leute, da ist ein Easter Egg drin. Es survived 0 Day Z. Ha, ha, 0 Days. You have used the blood bag on yourself. Oder hier. Frauen erinnern sich an das Gesagte von Männern mit tiefen Stimmen eher als das an Gesagte von Männern mit hohen Stimmen. Jetzt wissen wir es. Alter! What the fuck? Ich bin Kamarobo. Alter, ne? In China werden pro Ich Jahr habe eine Angst, jemand. 45. In China werden pro Jahr 45 Milliarden Essstäbchen verbraucht. Das ist aber Verbrauch. Das brauche ich doch gar nicht. Das brauche ich doch gar nicht. Zombie, let me please in Ruhe. Danke, ich muss kurz den Motor auspacken. Oder. Friendly, sometimes. 99% aller entweichenden menschlichen Fürze sind geruchsneutral. Wir wissen. Was? Anscheinend Menschen so. unter 18 und über 65 Jahren brauchen in Finnland keinen Angelschein. Okay. I'm in Channel 2, in seinem Arsch. Der Landeshauptmann von Südtirol verdient mehr Geld als der US-Präsident. Ernsthaft? Ja, steht da. Opfer! Oh, ich bin ohnmächtig. Mr. Obama, Sie müssen definitiv streiken. Jetzt komm, ne? Jetzt will ich hier gerade schön den Zuschauern gefallen tun, ein bisschen unnützes Wissen vor, ich denke mir, ja, ich renne mal ein bisschen zu blind vor den Zombies weg. Ja, was passiert? Ich Du sterb. läufst in einen rein. Ne, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe nur gesehen, dass ich ohnmächtig war. Ich bräuchte mal ein Backpack, ich habe kein Backpack. Verglichen mit dem Rest des Jahres kommt es an Halloween zu weniger natürlichen Geburten und an Valentinstags zu mehr. Okay. Lol. So. Da will ich ja hier selber fliegen. I give everything. Ich hab einen Rucksack gefunden. Oh shit, ich hab einen Rucksack gefunden. Ich denn? Ich bin Tscherno. Zwischen Tscherno und Elektro. An diesem großen Berg. Oder hier ich noch was? Der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich lässt sich von seiner türkischen Schwägerin die Haare schneiden. Okay. Was bei dem? Ist doch. Ich weiß jetzt nicht, was daran so unnützes Wissen ist. Also, das ist doch eigentlich, ne? Jalo. Okay. Das ist saunützliches Wissen, also kann man voll gut in der Schule gebrauchen. Schon die Römer hatten Spardosen. Sie waren meist birnenförmig und aus Ton. Schon die Römer hatten Spardosen, sie waren meistens leer. So, ich hau es mal zu dir so. Ich kann da noch ein paar vorlesen. Ich reiche zwar nicht ab, damit mit der Kalender noch aktuell bleibt, aber ich kann sie vorlesen. So. Zu den 323 Apple-Patenten, bei denen Steve Jobs als einer der Erfinder aufgeführt wird, gehört auch eine gläserne Treppe. Okay. What the fuck? Eine Treppe aus Glas. Alter. What the fuck, Alter? Hier ist Dr. Deception. Jan? Ja. Kennst du diese Doktor in Desert, diese Doktors? Ja. Es sind gerade so 1, 2, 3, 4, 5, 6 vor mir gespawnt. Ja, solange sie keine orangene Jacke anhaben, alles gut. Nee. Dann ist es Dr. Rivan. Oh, da ist das siebte.
Erstmal Krankenhaus looten. Wo sind die Kisten? Ich sehe gar keine Waffen im Krankenhaus. Was ist das denn für ein Krankenhaus? Ich hab gerade ein bisschen Angst, weil innerhalb von 1000 Metern um mich rum einer ist. Aber mir auch. Vielleicht ist das du! Bandages! Warte, aber du bist dann... Bloodbags! Ey, das könnte sogar wirklich ich sein. Also ich bin gerade jetzt neben dem. Jetzt ich laufe gerade in Richtung Tscherno. Und bin da bei dem Berg in Elektro. Ich kann auch kurz Tscherno markieren. Tscherno ist entfernt. 1300 Meter. Also die Mitte von Tscherno. Ja, dann markier mal den äußeren Rand von Tscherno, da wo die Baustelle ist. Wo ist die Baustelle? Ach da. Die ganze. Die Baustelle ist da, glaube ich. Aua, scheiße. Das sind. Ich habe noch 6000 Blutschuss, ich mich nicht sorgen. Ich habe noch Self-Bloodback. 1100 Meter. Die schwedische Polizei hat einen Hund, der Sperma schnüffeln kann. What the fuck? Okay. Was? Ein Hund kann Sperma schnüffeln? Ja, die schwedische Polizei hat like das kann. Like a boss. Like a real boss. Ja doch, ich sehe schon Tscherno. Ich komme jetzt da gerade drauf zugerannt. Winkerkrabbenweibchen bevorzugen jene Männchen, die am schnellsten winken können. Okay. Läuft. Läuft bei dem. Oh, scheiße, jetzt habe ich das Blatt abgerissen. Upsala. Den 19. Februar, den gibt's einfach nicht mehr. Der ist weg, ist kaputt. Der wurde gelöscht. Ein Blitz ist höchstens. Jo, wir haben ein Problem, hier ist nämlich noch ein zweiter, weil es sind nämlich gerade zwei Leute in der Nähe von mir. Das bin ich, der zweite. Ja, das heißt aber, dass irgendwo noch ein anderer ist und der macht mir gerade Sorgen. Hallo. Jan, was denkst du, wie dick ein Blitz höchstens ist? Ein Blitz? Mhm. Keine Ahnung. 12 mm. Nur durch deine leuchtende Karonarhülle wirkte oft weiter. Was denkst du, wie der Fachausdruck für eine Schönheitsoperation an der Nase ist? Eine nasale Operation? Nein, ein Rhinoplastik. Lol. Läuft bei denen. Jetzt sind drei Leute in der Nähe von Was Tano. Ist das denn für eine geile Nein. Idee, Mann? Bei mir ist nur noch einer. Ganz ehrlich, was ist das denn für eine geile Idee, ne? In Sälen, Schweden, gibt es den ersten Ski-Through McDonald's der Welt. Ersten was, McDonald's? Ski-Through. Da fährst du aber in den Ski rein. Ne? Bist gerade Skifahren. Ach so. Und dann rein. Skischuh, ah. Ja, das war Englisch, deswegen Ski. Was ist aus? Ich hab keine Ahnung, Alter. Oh Gott, was ist das denn? Didi Hallervorden verfolgt in den 50er-Jahren ernsthaft den Plan, ein Attentat auf Walter Ulbricht zu verüben. Umgesetzt hat er diesen allerdings nicht. Ich habe keine Ahnung, wer von den beiden wer ist. Also, habe ich noch nie gehört. So. Deswegen finde ich es lustig, ne? Muss ich mal kurz sagen. Wie hieß der eine Didi Hallervorden? Ja, irgend so. Das ist so ein Comedian. Comedian. Ey. Du läufst auf der Hauptstraße? Ja. Rechter Plan. So links und rechts, jetzt gerade. Ey. Wie viele Leute waren ja vorhin drauf? 17. Glaube ich ein paar mehr mittlerweile. Alter, ne? Hier gerade so. Das ist jetzt echt richtig unnützes Wissen, ne? Das wirst du nie mehr in deinem Leben gebrauchen. Außer bei der 1-Million-Euro-Frage, bei Wer wird Millionär? Ne? Ja. Welches Geschäft steht gegenüber der Justizvollzugsanstalt Konstanz? Keine Ahnung. Ein Leitergeschäft. Ein Fachgeschäft für Leitern. LOL! Das ist so unnütz, Mann! Was zum Teufel! Das ist richtig unnützes Wissen, ne? Das übertrifft doch mal alles. Ich bin gleich bei der Baustelle.
Dicker auf dem Dach. Okay, also in Wisconsin, USA, lebt ein Mann mit dem Namen. Jetzt passt auf. Biso Dudu Zippity Bob Bob Bob. Alter, what the fuck? What the fuck? Wo bist du gerade? Baustelle. Läufst du gerade die Treppe nach oben? Nein, ich lauf gerade drauf zu. Kommst du? Steht an dem dran so ein großer Kran? Ja. War nicht die richtige. Kannst du Tor nicht öffnen. Alles ist... Oh. Lol. Fuck, kindermäßige Zombies! Hoi! Ich bin tot. Lol. Ich bin so ein Kacknoob, Mann. Ich hab das nicht bemerkt, ne? Weil bei mir ging das die ganze Zeit so rum und her wackelnd, so, weil ich schwer verletzt war, ne? Und ich hab das dann überhaupt nicht mitbekommen. Nicht realisiert, dass da Zombies hinter mir sind. Als unwichtig, das braucht man nicht mal bei der 1-Million-Euro-Frage. Für was es Weltrekorde gibt, ne? Für was es Weltrekorde gibt, ey, das ist, ne? Das ist die Höhe, sag ich dir. Und zwar der Weltrekord für den höchsten Sprung eines Schweins beträgt 70 Zentimeter. Jetzt ganz im Ernst, wer misst sowas? Dein Mutter. So. Ich frage mich da eher, wer bringt ein Schwein dazu zu springen? die den Weltrekordschädel haben wollen. So. Unwichtig, das hat mir gerade. Das erste deutsche Telefonbuch. Ah, ne, das erste Telefonbuch in Deutschland. Nicht das erste deutsche Telefonbuch. Das erste Telefonbuch in Deutschland. Wurde im Volksmund das Buch der Narren genannt und hatte 187 Einträge. Gäste eines Lokals, in dem